Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 69, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen. Das sind die Drucksachen 2417 zu 3994 aus 20. Und ich bitte als Erstes zur Berichterstattung Herrn Kaufmann ans Redepult. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich trage Ihnen vor die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses zu dem gerade aufgerufenen Gesetzentwurf. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Dieser Beschluss erging mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten bei Enthaltung von DIE LINKE. Vielen Dank. Danke, Herr Kaufmann, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau Klaus, zu Wort gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Und Vorsicht, wir wechseln jetzt. Gut, das gilt aber noch. Ne? Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Gesetz vorgelegt, das dem Thema Parlamentsbeteiligung Rechnung tragen soll. Das in der Corona-Pandemie. Und wir haben es zu einem Zeitpunkt vorgelegt, an dem wir gesagt haben, ja, es besteht das System der Verfassung im Grundgesetz, das dieses so vorschreibt. Aber wir haben gesagt, die Krise dauert an. Und durch die Dauer der Krise werden die Eingriffe stärker, sodass wir auch hier im Hessischen Landtag eine ordentliche parlamentarische Grundlage brauchen. Wir waren geleitet von drei Grundprinzipien, die wir in diesem Gesetz fortgeschrieben haben oder reingeschrieben haben. Das war einmal die Transparenz im Parlament, dann eine handlungsfähige und flexible Regierung schützen und verhältnismäßige Maßnahmen ermöglichen. Wir haben das umgesetzt, indem wir in unsere Paragraphen Unterrichtungspflichten reingeschrieben haben, gegenüber, also die Landesregierung gegenüber dem Parlament, unverzüglich, nachdem Verordnungen erlassen werden. Und was uns ganz wichtig war, wir wollten Schwebezustände ausschließen. Es kann und darf in dieser Krise keinen Schwebezustand geben. In einem breiten Katalog in der Begründung haben wir die Maßnahmen aufgeführt, die ergriffen werden können, um damit eine Legitimation herzustellen. Und ich darf mich auch an dieser Stelle schon einmal bei der Landesregierung bedanken, die vor Inkrafttreten des Gesetzes sich schon an die Vorgaben gehalten hat, die wir vorgesehen haben. Das heißt, der Ministerpräsident hat die Fraktionsvorsitzenden vor Inkrafttreten der Verordnung in einer Videokonferenz unterrichtet. Er hat die Fraktionsvorsitzenden nach Inkrafttreten der Verordnung unterrichtet. Und die Zuleitungen der Rechtsverordnung sind auch unverzüglich erfolgt. Insoweit ein herzliches Dankeschön in Vorgriff schon auf das Gesetz. Im Rahmen einer anderen Debatte habe ich schon gesagt, ich lade alle ein, mit bei diesem Gesetz mitzumachen, weil wir es als kluges System erachten, das ermöglicht, die Schwebezustände auszuschließen, dass jede Rechtsverordnung bei uns ins Parlament kommen kann, sofern man das wünscht, dass es nicht gebunden ist an Befristung, wie sie der andere Gesetzesvorschlag vorsieht. Insoweit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin gute Beratung. Für die FDP-Fraktion hat sich nun der Fraktionsvorsitzende René Rock zu Wort gemeldet. Vielen Dank fürs Desinfizieren. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte hier für meine Fraktion schon einmal die dritte Lesung beantragen, wie wir es ja auch angekündigt haben. Der Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN hat ja eine gewisse Vorgeschichte. Meine Fraktion war sehr früh der Meinung, dass man die Parlamente intensiver in die Beratung
einbinden muss und dass man gewisse Maßnahmen, gewisse schwere Eingriffe in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger hier vom Hessischen Landtag beschlossen haben muss, zumindest wenn sie länger gelten sollen. Das war ja so ein bisschen die Einschränkung. Und wir haben uns als Grundlage für diese Initiative überlegt, es könnte ein guter Weg sein, den Landtag nach den ärgerlichen Auseinandersetzungen um das Schuldenvermögen wieder ein Stück weit zusammenzuführen. Darum haben wir uns nicht so ambitioniert in dem Gesetzentwurf ausgetobt, wie es vielleicht unser Herz hergegeben hätte. Aber wir haben als Grundlage einen Gesetzentwurf genommen, der in Baden-Württemberg immerhin von Grün-Schwarz zum Gesetz erhoben worden ist. Das ist die Basis unseres Gesetzentwurfs gewesen, weil wir es ein Stück weit auch als Angebot sehen wollten, dass wir als Landtag aus der Mitte heraus mit einer breiten Mehrheit die Beteiligungsrechte des Landtags hätten umsetzen können. Als Grundlage dafür haben wir dann diesen Gesetzentwurf erstmal mit der SPD besprochen und wollten dann auch auf die Koalitionsfraktionen zugehen. Allerdings hatten die dann bereits einen eigenen Gesetzentwurf, nämlich den wir heute vorliegen haben, auch eingebracht oder sogar ein paar Stunden vor uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Und der auch auf der Grund sehr schnell erkennbar aus der gleichen Grundlage erarbeitet worden ist. Und wir haben immer noch die Hoffnung gehabt, dass es ein Kommunikationsproblem gegeben hätte, dass man z.B. bei der Union oder bei den Grünen gesagt hätte, wir wollen jetzt nicht ohne dastehen und wir wollen auch in diesen gemeinsamen Prozess eintreten und darum bringen wir einen eigenen Gesetzentwurf mit in die Debatte ein. Dann war meine Überlegung, ja super, das kann man vielleicht noch alles hinbekommen, wir machen eine gemeinsame Anhörung und findet dann, sage ich jetzt mal, ein Niveau, auf dem wir uns einigen können. Leider hat sich herausgestellt, dass die Menschen, die bei uns ein bisschen kritischer mit der Koalition ins Gericht gehen als ich immer, die von vornherein gesagt haben, die wollen eigentlich gar keinen gemeinsamen Gesetzentwurf, sondern sie wollen einfach ein relativ entleertes Gesetz, das nur eine Überschrift trägt und ein Thema abräumt, zur Abstimmung stellen, um einfach eine Argumentation haben, warum sie denn weiteren Beteiligungsrechten des Landtags nicht zustimmen. Leider, und das hat ja auch das Verfahren jetzt gezeigt, mit der Brechstange ohne Anhörung so einen Gesetzentwurf durchzupeitschen. Wir haben gehofft, dass wir in der dritten Lesung wenigstens noch ins nächste Plenum kommen, aber auch das wollen Sie ja nicht, sondern Sie wollen einfach das Thema totmachen mit Ihrem Gesetzentwurf. Das ist sehr schade, weil ich halte die Beteiligung des Landtags bei solchen schwerwiegenden, weitreichenden Eingriffen für sehr, sehr notwendig. Wir werden für unseren Gesetzentwurf gemeinsam mit der SPD eine Anhörung machen, weil wir glauben, wir können auch noch dazugelernen und dann den ebenfalls zur Debatte stellen. Ja, so viel zu dem Gesetzentwurf, der sicherlich nicht unsere Zustimmung finden wird. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Dr. Wilken von den Linken gemeldet. Sehr verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, selbstverständlich müssen wir als Gesetzgeber beraten, wenn wir nicht nur Grundrechte der Bevölkerung einschränken, sondern wenn wir grundlegende Lebensbedingungen der hessischen Bevölkerung so verändern, dass ja nun auch zunehmend Menschen sich verunsichert zeigen und auch zunehmend Menschen in Umfragen zu Protokoll geben, dass sie nicht mehr verstehen, was von ihnen verlangt wird oder warum es von ihnen verlangt wird. Das ist Pflicht und Schuldigkeit von uns als der Volksvertretung, genau diese Situation zu beobachten, aufzunehmen und als Gesetzgeber darauf zu reagieren. Es hat auch bei Ihnen in der Koalition zu Verwunderung geführt, dass wir als die einzige Oppositionsfraktion Ihren Gesetzentwurf jetzt nicht ablehnen, sondern uns enthalten haben. Das folgt der von uns immer ausgeübten Maxime: Wir finden es nicht falsch, was Sie da machen,
Es geht uns nicht weit genug. Es ist in einem Detail wahrscheinlich sogar irreführend. Aber wir unterstützen prinzipiell das Ansinnen, dass darüber eine Parlamentsbeteiligung, naja, sagen wir mal, zumindest geregelt wird. Was wir aber nicht unterstützen, ist dieser Zeitdruck, den Sie jetzt auf einmal da reinbringen. Ich erinnere zum Beispiel daran, es wurde angeregt, dass wir eine Gesetzeslesung in diesem Haus am Rande der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten diskutieren sollten. Ja, entschuldigen Sie mal bitte, geht es noch? Das eine ist eine Regierungserklärung und das andere ist ein Gesetz dieses Hauses. Das können wir doch nicht vermischen. Da haben Sie ein ganz merkwürdiges Demokratieverständnis. Der Ministerpräsident hat am früheren Tag heute, und Sie, Frau Claus, haben sich ja gerade darauf bezogen, dass auch ohne, dass wir das Gesetz schon haben, der Ministerpräsident sich daran hält. Ich will das aber noch einmal genau zitieren, was Herr Bouvier gesagt hat. Er hat uns in diesem Haus davon in Kenntnis gesetzt, dass es zukünftig Ausgangsverbote in der Nacht geben wird. Sein zweiter Satz war, die Betroffenen sind informiert. Entschuldigen Sie, Herr Ministerpräsident, bin ich kein Betroffener, wenn Sie hier uns mitteilen, was die Hessinnen und Hessen in massiver Weise betreffen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist die falsche Reihenfolge. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch einen Zweifel daran haben, welche Wertschätzung unser Ministerpräsident der parlamentarischen Debatte entgegenbringt, so rate ich Ihnen, die Ausführungen von Ministerpräsident Bouvier in der letzten der außerordentlichen Bundesratssitzung nachzulesen. Sie sind uns allen zugegangen, wo er ganz deutlich sagt, dass er von dieser parlamentarischen Debatte von Maßnahmen überhaupt nichts hält. Das ist nicht meine Aussage gewesen, Herr Bellino, sondern Ihre, wenn Sie hier Quatsch rufen. Ich habe da vorsichtiger formuliert. Meine Damen und Herren, davon wird es auch nicht besser. Meine Damen und Herren, ich stelle für meine Fraktion fest, es gibt keinen Zeitdruck. Wir als Parlament können jederzeit zu allem, was wir für notwendig erachten, die gesetzgeberische Kompetenz entfalten. Sie haben ohne Zeitdruck eine ordentliche Anhörung dieses Gesetzentwurfs verweigert. Herr Bellino, jetzt beruhigen Sie sich doch einmal. Wir kommen nachher noch zu einem Bier. Es wird eine ordentliche Anhörung verweigert, obwohl selbst im zuständigen Hauptausschuss seitens der Regierungsparteien zugestanden wurde, dass es bei den zwei heute nicht zur Abstimmung, aber den zwei im Geschäftsgang befindlichen Gesetzentwürfen durchaus redenswerte Alternativen vorhanden sind. Wenn man solche Alternativen hat, ist es gute demokratische Praxis, darüber sich mit Experten zu unterhalten und dann eine sachkundige Entscheidung in diesem Haus zu fällen. Das war von Ihnen nicht gewollt. Sie drücken Ihre Mehrheit durch. Okay, so ist es halt. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Herr Richter von der AfD zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beteiligung des Hessischen Parlaments und des Hessischen Landtages ist natürlich sehr zu begrüßen. Grundsätzlich ist so ein Gesetzentwurf nichts gegen zu sagen. Nur haben wir mehrfach erleben dürfen, gerade auch am heutigen Tag, was diese Hessische Landesregierung unter einer Beteiligung des Parlaments versteht.
Man hört sich das an, was andere sagen, aber man arbeitet es nicht ein. Man lacht vielleicht sogar noch darüber, was andere sagen. Man ist gar nicht gewillt, auf das einzugehen, was eine Opposition mit einbringen möchte. Wenn eine Regierung so ihre Arbeit versteht, dann kann man sich vorstellen, was am Ende bei solch einem Gesetzentwurf herauskommt, der in dieser Art und Weise Grundrechte einschränkt. Eingeschränkt werden das Grundrecht auf Freiheit der Person, die Freizügigkeit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit und die Unverletzbarkeit der Wohnung. Und wir haben in den Medien wahrnehmen können, dass es schon den einen oder anderen Politiker, nicht in Hessen, aber in Deutschland gibt, der kein Problem damit hätte, mal eben nachzuschauen, was bei den Menschen in ihrer Wohnung geschieht. Und da muss man doch ganz eindeutig hier an dieser Stelle sagen, liebe Kollegen, das geht zu weit. Was hier stattfindet, geht zu weit. Hier muss es ein Signal geben, von diesem Landtag ausgehend an die Bundespolitik. Wir machen das nicht mit. Wir verhalten uns den Grundrechten gegenüber, so wie es sich gehört, nämlich verfassungsfreundlich. Wir erachten das, was hier stattfindet, in der Tat als verfassungswidrig. Das, was hier stattfindet, wird vor Gerichten am Ende des Tages zu entscheiden sein. Und die hessische Landesregierung wird sich auch daran messen müssen, was sie überhaupt unter Demokratie versteht, was sie ja immer so gerne nach oben bringen. Demokratie ist ja für sie ganz wichtig, genau wie für uns. Aber sie leben es nicht, sie füllen es nicht aus. Sie erscheinen wie eine Obrigkeit. Sie sind nicht mehr Teil der Bürger, sondern sie sind eine Partei, die mehr oder weniger obrigkeitshörige Bürger haben möchte. Und darin liegt das Problem dieses Gesetzentwurfs. Und dass die Eile, was eben schon erwähnt worden ist, mit der dieses Gesetz durchgepeitscht werden soll, das ganz eindeutig zeigt, wessen Geisteskind Sie sind, das kann nur zu einer Ablehnung von uns als Alternative für Deutschland führen, weil wir für die Grundrechte unseres Landes zu 100% einstehen. Danke schön. Als nächstes darf ich Herrn Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne bitten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war gerade so ein Beitrag, den würde ich mal abtun unter der Überschrift, wir sollten vielleicht doch ein bisschen besser überlegen, ob wir so spät abends noch tagen und uns mit solch komplexen Zusammenhängen befassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber für mehr glaube ich, braucht es keine Diskussion. Ja, man muss sich dann in dieser Debatte, wo es in der Tat um wichtige Entscheidungen gibt, die wir ja hier im Hessischen Landtag und auch im Parlament und auch heute den ganzen Tag diskutiert haben, nämlich um die Bekämpfung einer Pandemie, die enorme Auswirkungen für die Menschen in unserem Land hat, die bis in die Privatsphäre unserer Menschen, bis in die Arbeitszusammenhänge zum Teil die Menschen vor Existenznöte stellt. Das sind ganz elementare Dinge, über die wir uns hier unterhalten. Aber wir unterhalten uns doch hier darüber, weil wir diese Pandemie eingrenzen wollen, weil wir sie bekämpfen wollen und nicht, weil irgendjemand daran Spaß hat, irgendwem irgendwelche Verbote zu erteilen. Und das hat man ein bisschen hier auf dieser Seite durchgehört. Und man muss doch die Entscheidung dann mal treffen, welchem Argument man nun beitritt. Entweder sagt man, wir wollen eine Beteiligung des Parlaments bei den Maßnahmen, die von der Landesregierung beschlossen wurden. Wir wollen sie diskutieren, wir wollen unterrichtet werden und wir wollen möglicherweise sogar auf deren Entscheidung Einfluss nehmen. Das wäre der eine Argumentationsstrang. Der andere Argumentationsstrang wäre, naja, jetzt machen wir mal ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren. Wir machen die erste Lesung und dann machen wir eine schriftliche Anhörung. Einen Monat später machen wir eine mündliche Anhörung und dann werten wir die mündliche Anhörung auf. Und einen Monat später, dann sind wir ungefähr im April, dann entscheiden wir darüber, ob wir das Parlament beteiligen müssen. Bei den Problemen, die wir jetzt haben und über die wir diskutieren, brauchen wir eine schnelle Entscheidung. Und deswegen ist der Weg, den wir hier gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der richtige.
Wir haben es doch hier mit zum Teil tiefgreifenden Grundrechtseingriffen zu tun, die hier beschlossen werden und die hier umgesetzt werden, auch über Verwaltungshandeln umgesetzt werden. Und diese Maßnahmen, das muss man hier, glaube ich, auch mal erwähnen, weil das ist offensichtlich auch nicht ganz angekommen, all diese Maßnahmen fußen auf gesetzlichen Grundlagen. Das muss man hier vielleicht einmal deutlich machen. Wir haben in den vergangenen Monaten auch in diesem Parlament sehr oft über dieses Thema diskutiert. Und es ist doch nicht so, als wenn die Frage der Bekämpfung der Pandemie an diesem Hessischen Landtag vorbeigegangen wäre und wir sozusagen immer nur zugehört hätten, was die Landesregierung macht. Ich will es noch einmal in Erinnerung rufen. Wir haben mehrere Sondersitzungen in diesem Landtag gehabt. Wir haben 30 Ausschusssitzungen zu diesem Themenkomplex gehabt. Wir haben über 60 Anträge zu diesem Themenbereich gehabt. Wir haben über 30 Stunden in diesem Parlament über dieses Thema diskutiert. Kann man doch nicht ernsthaft behaupten, dass dieses Parlament nicht beteiligt worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und je länger die Pandemie andauert, und das ist die Triebfeder auch der Koalitionsfraktionen, je länger diese Pandemie andauert, je länger wir uns auch mit Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie befassen müssen, je dringlicher ist auch die Frage zu klären, in welcher Art und Weise wir in normierter Art und Weise, nämlich auf Gesetzesgrundlage fußenden Beteiligung des Parlaments organisieren. Und wir sind der Auffassung, dass wir mit dem, was wir hier vorgelegt haben, eine ordentliche Grundlage dafür schaffen, dieses Parlament normiert, also auf gesetzlicher Grundlage zu beteiligen an dem, was wir hier machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür haben wir einen Vorschlag vorgelegt. Diese Parlamentsbeteiligung wollen wir diese Woche beschließen. Das Gesetz soll nach unserer Auffassung schnell in Kraft treten. Und wir unterscheiden uns an einem wichtigen Punkt. Und ich glaube, diesen Punkt muss man doch immer wieder in Erinnerung rufen. Sie sagen, die Verordnungen werden auch weiterhin von der Landesregierung vorgelegt, hier im Parlament aufgerufen. Und das Parlament sagt dann, ja, nein oder Enthaltung zu dem, was die Landesregierung vorlegt. Das ist unser Ansatz nicht. Wir sagen, die vorgeschlagenen Regelungen werden dem Landtag zur Beratung vorgelegt. Der Landtag entscheidet, ob er diese zur Kenntnis nimmt oder, und das ist der wichtige Unterschied, von seiner Befugnis der Gesetzgebung nach Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz Gebrauch macht, nämlich sich damit Herr Frömmrich, lassen Sie eine Frage des Kollegen. Ein Gesetzentwurf zu diesem Regelungskomplex vorlegt. Die Alternative vorlegen, lieber Kollege Rock, und das ist doch das, was wir in dieser Debatte immer wieder vermissen, mal zu sagen, wie man es denn gerne hätte und nicht nur zu sagen, dass das, was die Landesregierung vorlegt, schlecht ist. Das ist nämlich der Unterschied, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass man das auch von einer Opposition verlangen kann, dass sie einmal vorlegt, welche Alternativen sie dann zu den Vorschlägen hat, die die Landesregierung als Verordnung vorlegt. Und ich will das hier auch einmal sagen, dass das, was wir hier vorlegen, im Übrigen anderswo auch so gesehen wird. Ich sag mal, nehme zum Beispiel auch mal in Richtung der Kollegin der Sozialdemokraten den Gesetzesvorschlag, der in Hamburg zum Beispiel beschlossen worden ist. Und ich zitiere mal aus diesem Gesetzentwurf. Da heißt es in § 3 Absatz 4, zu den Plenarsitzungen legt der Senat die getroffenen Regelungen nach Absatz 1 der Bürgerschaft zur Beratung vor. Die Bürgerschaft entscheidet, ob sie diese zur Kenntnis nimmt oder von ihrer Befugnis nach Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes Gebrauch macht. Zitat zu Ende. Das ist genau die Regelung, die wir hier vorlegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie müssen mal erklären, und das ist ja immer in dieser Debatte immer das Gleiche. Warum ist das, was wir hier machen, schlecht? Und das, wenn Sie es in gleicher Form in Hamburg machen, mit SPD, mit Grünen und mit CDU zusammen, dann ist das große Regierungskunst. Das müssten Sie hier diesem Parlament schon einmal erklären, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe das gerade einführend schon gesagt. Wenn man dann auch diese Regelung haben will und wenn man dann auch diese Punkte und die Vorschläge der Landesregierung diskutieren oder aber auch verändern will,
dann muss man, glaube ich, sehen, dass wir schnell zu einer gesetzlichen Regelung kommen. Das ist unser Vorschlag. Das haben wir auch im Ausschuss gesagt. Wir haben gesagt, wir brauchen für unseren Gesetzentwurf keine Anhörung. Wir glauben, dass wir mit dem Gesetzentwurf richtig liegen. Wenn die Oppositionsfraktionen zu ihrem Gesetzentwurf eine Anhörung haben wollen, dann sollen sie das gerne machen. Aber wir glauben, dass wir diesen Gesetzentwurf schnell ins Gesetzblatt bringen, damit wir diese Beteiligung im Parlament möglichst schnell organisieren. Das tun wir, und deswegen glauben wir, dass der Vorschlag, den wir vorgelegt haben, richtig und zielführend ist. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich nun Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen. Ja, die Pandemie fordert auch das Parlament. Und ich stelle mir mal die Situation vor, Grüne wären in der Opposition. Und die Regierung, egal wer die jetzt stellt, würde etwas vorlegen. Der Untergang des Abendlandes wäre wahrscheinlich noch die kleinste Floskel, die von dort zu hören wäre. Und Herr Frömmrich, stellen Sie sich einmal vor, was wir als SPD in den letzten Jahren mitgetragen haben bei ganz großen Herausforderungen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingssituation haben wir viele Entscheidungen mitgetragen. Ich war intern immer der Meinung, politisch wird das null bei uns einzahlen. Den Menschen hat es geholfen, aber politisch hat das null bei uns eingezahlt. Und da gab es dann mal einen Halbsatz vom Ministerpräsidenten, schönen Dank, auch die SPD war auch dafür. Und wir haben das auch zu Beginn diskutiert, im März, als die Pandemie begann. Wir haben innerhalb weniger Stunden einen Nachtragshaushalt mit nicht unerheblichem Volumen zugestimmt. Das war keine Selbstverständlichkeit, sondern das war der Situation geschuldet. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen als Parlamentarier ernst genommen werden, wir wollen eingebunden werden, dann finde ich, nehmen wir unseren Job an der Stelle als Abgeordnete ernst. Und deswegen, finde ich, sollten das 137 Abgeordnete gemeinsam tun. Wie können wir unserer Verantwortung, aber auch der Herausforderung, die Corona auslöst, gerecht werden? Und da sollten wir billige Polemik, Herr Frömmrich, wie Sie sie eben gemacht haben, vielleicht mal einfach beiseite legen. Einfach mal beiseite legen. Und jetzt gibt es zwei Gesetzentwürfe. Und Herr Frömmrich sagt, warum hat die SPD, übernimmt das nicht aus Hamburg? Warum übernimmt Schwarz-Grün nicht den Gesetzentwurf aus Baden-Württemberg, der dort von vier Fraktionen getragen wurde? Ich könnte es mir einfach sagen, Föderalismus heißt, dass wir auch unterschiedliche Regelungen haben, muss man auch akzeptieren. Aber Sie kritisieren etwas bei uns, und wir übernehmen einen Gesetzentwurf, den Schwarz-Grün-Grün-Schwarz auf den Weg gebracht hat. FDP und SPD haben dem zugestimmt, und Sie machen das nicht. Was ist daran falsch, Herr Frömmrich? Außer, dass er von der Opposition kommt und Ihnen nicht passt. Außer da, ja, sorry. Das ist der ganz zentrale Punkt. Und wenn man sich beide Gesetzentwürfe vergleicht, in § 3 Beteiligung der Landtage, dann gibt es schon einen evidenten Unterschied. Und das war ja eben also von Frau Claus, also ehrfurchtsvoll bedankt sich bei der Landesregierung. Und ja, das war heute ein wunderschönes, ja, ein bisschen anderen Ansatz. Ich finde, die Verfassungsebenen müssen sich nicht ehrfürchtig, sondern gleichberechtigt begegnen. Da unterscheiden wir uns möglicherweise, Herr Wintermeyer, dass Sie sagen, die Regierung steht über allen. Nein, das teilen wir ausdrücklich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn man sich das anschaut, die Möglichkeiten der Beteiligung, wenn der Ministerpräsident in der Regierungserklärung heute sagt, es gibt ein Ausgehverbot, wir haben das den Betroffenen mitgeteilt, aber nicht dem Hessischen Landtag, dann ist das keine Beteiligung, meine sehr verehrten Damen und Herren, und schon gar keine Diskussion darüber. Wir wollen nicht huldvoll was entgegengenommen haben. Übrigens, für Sie ist die Chance noch viel größer, wenn wir eingebunden werden. Dann hätte man beispielsweise über das Beherbergungsverbot mal diskutieren. Ist das sinnvoll oder nicht? Und wenn wir eingebunden sind, sind wir übrigens in der Verpflichtung. Und trotzdem haben wir viele Dinge mitgetragen. Und dass Sie deswegen noch nicht einmal eine Anhörung zu Ihrem Gesetzentwurf zulassen. In Berlin, im Bundestag, in einer kurzfristigen Art und Weise ist es gelungen. Übrigens, nach dem letzten Plenum hätten wir sofort eine Sondersitzung im Hauptausschuss machen können. Dann, nach der letzten Sitzung hätten Sie am Abend der
Einbringung dieses Gesetzentwurfs haben Sie nicht gemacht. Hören Sie auf mit der Legendenbildung, Herr Frömmrich. Sie wollten keine Anhörung, Sie wollten Ihren Gesetzentwurf durchboxen. Augen zu und durch, das ist Ihre Maxime. Augen zu und durch. Und deswegen machen wir eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf von FDP und SPD. Man wird in der Tat durch Anhörung schlauer, es sei denn, man hat die Schlauheit insbesondere von den GRÜNEN. Gut, das ist so, dann braucht man auch keine Anhörung. Und deswegen ist das schon ein zentraler Unterschied und ein zentraler Ansatz, wie will ich das Parlament einbinden. Wir möchten schon vorher die Möglichkeit haben, mitzuwirken und nicht hinterher. Und der zentrale Unterschied zu dem Gesetzentwurf von uns und Ihnen ist auch, dass wir vor Inkrafttreten noch im Parlament was verändern können. Das ist ein zentraler Ansatz übrigens auch von Parlamentsarbeit und demokratischer Streitkultur. Und das wollen wir ermöglichen. Sie wollen es nicht, Herr Frömmrich. Sie wollen es ausdrücklich nicht. Und deswegen boxen Sie das Gesetz durch. Und Sie vergeben damit eine große Chance. Weil wir haben das heute in der Generaldebatte und in der Aussprache davor gehört, auch Frau Faeser und andere haben es gesagt, die Akzeptanz von Entscheidungen nimmt ab. Und ich glaube, wir brauchen eher mehr Akzeptanz, auch bei schwierigen Entscheidungen in den nächsten Wochen und Monaten. Und wenn das auf einer breiten Ebene im Parlament getragen wird, finde ich, ist das kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Okay, wir nehmen zur Kenntnis, Augen zu und durch. Das ist sowieso Ihre Maxime, wie bei vielen anderen Dingen. Dann ist das so. Wir wollen trotzdem die Anhörung von Experten. Und wir werden uns trotzdem vorbehalten, gesetzliche Regelungen zu machen. Und der Hinweis vom Kollegen Bellino, der Zwischenruf vorhin, bis April ist alles Unsinn, wie Sie wissen, ist alles Unsinn. Wir können in der ersten Sitzung im neuen Jahr einen Gesetzentwurf verabschieden. Das kriegen wir alles hin. Sie bringen so viele dringliche Gesetzentwürfe ein. Wir arbeiten jetzt die nächsten Tage bis Mitternacht. Wir schaffen das alles, Herr Bellino. An uns liegt es nicht. Sie wollen die inhaltliche Auseinandersetzung nicht. Das unterscheidet uns. Wir wollen echte Mitwirkungsrechte dieses Parlaments und keine irgendwie so mal erklärte oder gefühlte echte Mitwirkungsrechte. Ich finde, das ist ein Anspruch, den sollten wir als Parlament haben. SPD und FDP haben ihn. Sie offensichtlich sehen das anders. Nehmen wir zur Kenntnis, dann ist das zu. Augen zu und durch war immer der falsche Ansatz in der Politik. Mehrheit ist eben doch nicht immer Wahrheit. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Rudolph. Für die Landesregierung spricht nun Herr Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist doch schön, Herr Rudolph, wenn man auch gleichberechtigt sich mal dankt. So einfach ist das. Dank tut immer gut. Und mir tut es leid, dass hier der Hessische Landtag an sich über das Gleiche spricht, aber streitet. Deswegen, weil nach meinem oder unserem Dafürhalten die Opposition gedacht hat, sie könnte den Regierungsfraktionen ein Schnippchen schlagen, indem sie einen grün-schwarzen Gesetzentwurf hier der schwarz-grünen Landesregierung zur Zustimmung vorlegt und wir einen anderen, und ich sage sehr bewusst auch besseren Vorschlag gemacht haben. Wenn Sie hier deutlich machen wollen, dass die Diskussion, die Landesregierung würde Sie nicht genug einbinden, richtig ist, wenn dieser Eindruck richtig wäre, dann verkennen Sie die Tatsache, und ich will jetzt nicht alles, was der Kollege Al-Wazir in der letzten Sitzung hier schon zu dem Gesetzentwurf bei der ersten Lesung vorgetragen hat, wieder numerisch aufzählen, dass wir in einem unglaublichen Maße, Herr Frömmrich hat es ja auch angesprochen, auch die Opposition, und ich sage jetzt bewusst die Opposition, in die Information mit einbinden. Und ich glaube, dass es auch gut ist, und ich halte auch das für sehr richtig und für wichtig, dass wir dieses machen. Wir begrüßen allerdings den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion, das wird Sie nicht wundern, ausdrücklich, weil mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch der mit dem inzwischen im Rahmen des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes eingeführten § 28a Absatz 5 des Infektions- oder Bevölkerungsschutzgesetzes, wie es heißt, die bisherige Regelungspraxis zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auch der Hessischen Landesregierung bestätigt und auch weiter präzisiert wird.
Der von den Regierungsfraktionen vorgelegte Entwurf fügt sich nahtlos in die vom Bundesgesetzgeber durch die vierwöchige Regelungsbefristung vorgegebenen Evaluierungszeiträume und das System der parlamentarischen Informations- und Interventionsrechte ein. Demgegenüber, Herr Rudolph und Herr Rock, könnten weitergehende Zustimmungs- oder Aufhebungsvorbehalte, wie Sie sie sich wünschen, das ist, steht doch im Raume, Sie wollen mitregieren, Sie sind aber Opposition, das ist der Unterschied, demgegenüber könnten weitergehende Zustimmungs- oder Aufhebungsvorbehalte und die hierfür erforderlichen Zeiträume, wie sie von der Opposition vorgeschlagen werden, der Dynamik des Infektionsgeschehens nicht gerecht werden. Insbesondere, und da kann mir auch der Zwischenrufer aus der letzten Reihe der FDP-Fraktion zuhören, insbesondere sind Sie aber mit dem vom Infektionsschutzgesetz, dem vom Bundestag beschlossenen, nicht von einer Regierung beschlossenen Infektionsschutzgesetz nunmehr vorgegebenen Anpassungsintervallen mit Ihrem Gesetzentwurf definitiv nicht in Einklang zu bringen. Da brauche ich keine Anhörung dazu, da brauche ich nur zu lesen, was im Bundesinfektionsschutzgesetz, dass die schwarz-rote Bundesregierung beschlossen hat, drinsteht. Meine Damen und Herren, allen politisch Verantwortlichen ist bewusst, dass die Corona-Krise nur auf der Grundlage einer breiten politischen und gesellschaftlichen Zustimmung und auch eines Konsenses erfolgreich sich wird bewältigen lassen. Ich bin überzeugt, dass das nunmehr vorgesehene Verfahren mit der damit verbundenen Hervorhebung der parlamentarischen Informationsrechte hierzu einen wichtigen Beitrag leisten kann. Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird über die im vorliegenden Gesetz festgelegten Informationspflichten hinaus auch in Zukunft ihre Entscheidungen und ihre zugrunde liegenden Abwägungen gegenüber dem Parlament und auch der Öffentlichkeit mit größtmöglicher Transparenz erläutern. Für konstruktive Kritik und weiterführende Vorschläge, und das betone ich jetzt, die über die nachträgliche Kommentierung prognostischer Entscheidungen hinausgehen und unserem Land in dieser schweren Krise weiterhelfen können, ist die Hessische Landesregierung stets offen und stets dankbar. Wir lassen uns aber nicht, und da möchte ich jetzt nicht den Herrn Präsidenten in Person ansprechen, sondern den Herrn Abgeordneten Dr. Wilken, wenn er das gestattet. Ich gucke jetzt da hinten in die Ecke hinein. Lassen uns aber nicht nachsagen, Sie seien heute erstmals über unsere Hotspot-Strategie informiert worden. Dann empfehle ich Ihnen den am Abend des 25.11. zugesandten Beschlussvorschlag der Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, in dem das, glaube ich, auf Seite 3 unten definitiv steht, was wir gestern umgesetzt haben und was der Ministerpräsident Ihnen heute in seiner Regierungserklärung mitgeteilt hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wintermeyer, für die Staatsregierung, für die Landesregierung. Meine Damen und Herren, es ist dritte Lesung beantragt. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf zur dritten Lesung in den Hauptausschuss.